Boah. Du warst richtig, nur die Kamera war es nicht. Okay, dann können wir es auf die Kamera. Was? Komm, hör auf. So, you finally here. Performing for you. Performing for me. If you stuck in hell, you can suck my... Nein. Nein. Einfach nein. Oh Mann, wieso ist jetzt hier Bowser? Und warum ist das hier von Bowser? Und was soll ich überhaupt damit anfangen? Hier gibt es keine Bomben? Hier gibt es keine Bomben. Ich schmeiß dich jetzt einfach in die Lava und gut ist. Tschüss. Oh shit, ich hau besser ab. Ah, doch, hier sind Bomben. Oh, guck mal. Oh, das ist cool. Oh, 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 oh. Bist du gerade freiwillig in die Lava gehüpft? Okay. Bist du jetzt weg? Bin ich jetzt forever alone? Hallo? Bowser, es hätte doch so viele Möglichkeiten für dich gegeben. Bowser? Wenn Bowser von alleine hier runterspringt, darfst du sterben gehen. Okay, danke schön. Das ist soeben passiert. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gesafe-sated habe. Oh. Bowser, mach doch sowas nicht. Nein, ich muss ihn retten. Ich muss ihn retten. Nein. Bowser, lass das doch. Wo komme ich denn wieder raus, wenn ich jetzt hier sterbe? Ah, cool. Ich komme wieder beim Stern raus. Okay, dann darf ich nur ganz am Anfang. Bowser, es hätte doch so viele Möglichkeiten gegeben. Okay. So, I'm finally here. Performing for you. Hey, halt, halt. Komm, du folgst mir jetzt ganz langsam. Alter. Alter, 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 Alter. Alter, Rügenwalder, komm her. Hör ein... Ja, reg dich doch nicht so auf, du alter Choleriker. Weißt du, du bist voll der Andreas der Videospiele. Bist du jetzt runtergefallen wieder? Nee, bist du nicht, okay. Ich werde schön hier lang. Schön hier lang, du folgst mir jetzt. Komm, muss ich dich wieder an die Leine nehmen, Bowser? Er ist direkt in seinem Suizid gesafe-stayed. Es erinnert mich an den alten, Dragon Ball Chat von damals. Wir hatten damals einen User, der hieß Suizido-kun. Hat er sich sowas nicht so genannt? Der Name ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Suizido-kun. Ja, die Leute waren auch 2000 im Internet schon nicht besonders glücklich. Und Bowser ist jetzt hier gerade... Bowser, du bist jetzt Suizido-kun. Komm. Scheiße. Okay. So, schön hier rüber. Aber kannst du überhaupt weit genug springen? Springst du hier rüber? Oh, komm jetzt. Die Flamme war doch schon am Ausgehen. So. Spring doch mal, please, to me. Aber nicht von da. Nicht von da. Du Tölpel. Ich hab ein Problem. Gott damn. Du musst ihn rüberschmasen. Ich glaub's auch. Sachen, die Rüdiger niemals vergessen wird. Suizido-kun. Ja. Rüberschmasen ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Ich hab einen riesigen Bowser-Nike geschmast. So long, gay Bowser. So.
Bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Ach halt, nur wenn er von alleine sterben geht. Richtig. Gott sei Dank. Riesigen Bowser neigeschmaßt. Hiya! Wirst du eigentlich Mario Odyssey als Projekt irgendwann haben oder interessiert dich das einfach nicht? Ich liebe dieses Spiel. Ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. So viel Zeit, dass ich weder Dragon Ball noch Neutopia jetzt noch auf Vorrat habe. Nur noch eine Folge Neutopia mehr habe ich nicht mehr auf Vorrat. Ich habe eigentlich die letzten Tage nichts anderes gemacht, tatsächlich. Warum ich es nicht als Let's Play mache, liegt einfach daran, da ich dieses Spiel jetzt erstmal für mich genießen möchte. Ich habe schon ewig lange kein größeres Spiel mehr, außer Breath of the Wild, das war auch eine Ausnahme, nur für mich gezockt. Und Mario Odyssey möchte ich jetzt einfach mal so für mich entdecken und da nicht Bearbeitungsaufwand noch irgendwie reinstecken, sondern einfach mal genießen. Außerdem machen das eh so viele andere Let's Player, dass es gar nicht nötig ist, dass ich das auch noch mache. Das Spiel wird so gehypt, zu Recht gehypt. So zu Recht, wie ich es kaum bei einem Spiel erlebt habe, tatsächlich. Sag mal, das gibt's doch nicht. Was denn heute mit meiner... Ich glaube, das funktioniert sowieso nicht. Ich glaube, ich muss mehr an den Rand. Das könnte hinhauen. Ich rate davon ab, Odyssey zu wählen. Zum einen macht das jeder, zum anderen wären das 5 Trillionen... Wenn ich wirklich alle 1000 Monde will... Wären das 5 Trillionen Parts, das ist richtig. Das bringt einfach auch nichts, das stimmt. Das ist auch noch zu bedenken. Also ich interessiere mich sehr für Odyssey, ich liebe das Spiel. Jetzt schon. Aber Let's Play macht keinen... Was ist denn los? Bin ich der Einzige, der Odyssey eher meh findet? Scheinbar. Also ich finde es großartig, wirklich. So, endlich. Au. Wollte Matze das nicht noch zeigen? Er hatte es mal gesagt, dass er... Aber Matze hat sich auch dagegen entschieden. Okay. Stimmt das anderes auch mal? Ich fand deine Mario-Displays jetzt Super Mario Galaxy 2 damals die besten. Daher nur die Frage. Ja, ich bedanke mich auch für das Interesse. Du bist auch nicht der Erste, der fragt tatsächlich. Ich find die Idee an sich auch ganz cool. Definitiv, aber momentan nicht. Vielleicht mal... Irgendwann, vielleicht habe ich irgendwann mal keine Idee mehr und sage 2020 so, und Mama, komm, pack mal Mario Odyssey raus, das war großartig. Dann vielleicht, aber im Moment erstmal nicht. Gut. Gür. Moment. Ich habe doch extra meinen Audio-Spammer. Habe ich doch hier. Moment. Das ist live. Das dauert ein bisschen. Okay. Das muss reichen. Gür. Naja, wenigstens hatte ich meinen Spaß. Hey, war das nicht... War das nicht furchteinflößend? Naja. Ich muss sagen, der Keller unten war wirklich gruselig. Ja. Was war überhaupt der Punkt? Ach ja. Es ist vorbei. Nimm diesen nutzlosen Schlüssel und beende diesen Hack, der von Brodude gemacht wurde. Kannst du mal das Kapell ab 3D, 3D, 3D abspielen? Kann ich machen, Moment. Glaube ich zumindest, dass ich es kann. Habe ich den noch? Ja. Ja, entschuldige, das war noch auf langsam gestellt. 3D. The Scary Carpal Up of Hyrule.
Okay. Okay. Gut programmiert, Bro Dude. Ja, okay. Super. Vielen Dank, Bro Dude.